Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und naja, ihr kennt den Rest. Wir sind jetzt auf dem E-Day im Blumenthal. Wie geil ist das denn? Eine elektrische Ente. Sag mal, was ist eigentlich mit Schaltgetriebe da? Dagegen stinkt ja der ZF-Getriebe von Porsche Taycan schon ab, oder? Ja, weiß nicht, 1980er Technik. Aber du kannst halt, wenn du Gas gibst, dann geht das hier richtig los. So, dann muss man einfach mal vergleichen. Das sind halt nur 20 kW, gedrosselte 20 kW, ne? Das darfst du nicht vergessen. Auf 70%, weil es ansonsten wäre die Belastung auf den Akku zu groß, oder? Nee, die Belastung fürs Getriebe. Belastung fürs Getriebe. Wenn ich jetzt schon im dritten Gang Vollgas gebe, dann rutscht die Kupplung durch. Okay. Hier quietscht ja eh schon alles ein bisschen. Und deswegen habe ich die gedrosselt. Ja. Um einfach die Kupplung ein wenig zu schonen. Also wir schonen sie natürlich auch nicht zu 100%, ja, wenn wir hier die ganze Zeit Venus ausspielen. Aber die Kupplung ist ja schon seit 20.000 Kilometern drin. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie werden, aber anscheinend sind die sehr gut gebaut. Ob das Getriebe ist, ob es die Kupplung ist, das hält irgendwie alles gefühlt. Okay. Nee, aber der erste war halt die Komponenten, die da waren, die habe ich verbaut. Ja. Und jetzt die Sachen, die ich vertreibe auf in meinem Shop oder hier, kannst du das mal zeigen, ne? Hier in meiner E-Drive Solution. E-Drive Solution. Genau. Ja. Da verteile ich halt jetzt andere Komponenten, weil die Sachen entwickeln sich natürlich auch weiter über die Jahre. Ja, ne, klar. Und da habe ich, sag mal, die gleiche Größe Motor, also Baugröße, ja, ein bisschen leichter und dann hast du einfach mal 120 kW statt 20 kW. Okay. Wir tun ja die Leute leid, eigentlich, die an den Tankstellen stehen und müssen tanken gehen. Ich habe ja seitdem nicht mehr getankt. Ne? Ja. Also ich mache eine Pause und wenn ich dann die Pause beendet habe, fahre ich weiter. Und zwar für ein Team, was ein Auto fährt, was wahrscheinlich keiner auf der Rechnung hat. Und zwar ist das ein Peugeot 106 Elektrik. Und neben mir steht der Thorsten. Das Auto ist Baujahr 1998. 1998 und das Auto ist ein ganz besonderes Auto. Nicht nur, dass es einen 28 Kilowattstunden Akku hat, den du, glaube ich, selber eingebaut hast. Ja, die Nickel-Cadmium-Akkus waren mir zu wenig. Also den gab es in den 90ern tatsächlich in Serie, aber es wurden nur sehr wenige davon verkauft, wegen des Kaufpreises von über 40.000 D-Mark. Aber du hast einen davon am Start und den hast du bis heute am Leben erhalten mit einem neuen Lithium-Ionen-Akku und das Auto hat eine besondere Geschichte. Das hat in diesem Jahr oder letztem Jahr? Das war 2015. Okay, ein paar Jahre her, aber an einer Rallye teilgenommen. Die ging über 9 Länder mit 9 Hauptstädten in ganz Europa, über 4.200 Kilometer. Und das Auto hat tatsächlich in dieser Rallye, die Wespe mag mich irgendwie, in dieser Rallye den ersten Platz gemacht, was die Fahrzeit inklusive, die Reisezeit inklusive Laden angeht. Möchtest du noch ein paar Worte dazu sagen, Thorsten? Ja, also mit dem Auto habe ich sehr viel erlebt. Das Besondere daran ist irgendwie, da haben auch Serienfahrzeuge teilgenommen wie BMW i3, Renault Zoe, E-Golf etc. Und die haben es auch wirklich ernst gemeint.
Und die haben es nicht geschafft, gegen meine damals 17 Jahre alte Karre anzukommen. Und ich hatte auf der Gesamtstrecke 9 Stunden Vorsprung. Und, Teslas sind da auch mitgefahren. Das war eine andere Kategorie. Die fuhren für sich alleine. Und ich war nur 12 Stunden langsamer als der schnellste Tesla. Mit einer 17 Jahre alten Kiste. Und deswegen denken wir, dass der Sonderpreis für euch verdient ist. Und der wird übergehen von Peter Nova. Die Elektromobilität ist einfach bunt. Das hat er schön gesagt. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Quadrat mal Pi, also mal 3,14. Ja, ja, natürlich. War doch klar, oder? Was hast du in Mathe gehabt? Hast du eine 1 gehabt, ne? Komm, sag jetzt 1, du musst jetzt 1 sagen. Mal Saft holen.